Nein, nicht Feuerpfeil. Boom. Genau, so. Kommt auch schon ein bisschen näher ran. Albern. Gut, dann halt doch Knüppel. Ja, die sind noch dicken zu nah beieinander. Jetzt vielleicht. Ja, komm her. Oh, oh. Warum kommen jetzt beide? Ist ja nicht der Plan. Ich könnte wieder einen Feuerpfeil schmeißen, aber... Wir haben begrenzt viele Schriftrollen. Und ein junger Wolf. Ist hoffentlich junger. Sollte da. Ja. Eigentlich keine Gefahr darstellen. Okay. Weg damit. Fleisch wird eingesackt. Ja. Wir könnten die Leichen vielleicht auch ein wenig beiseite schaffen. Und hoffen, dass wir innerhalb von ein paar Tagen lernen, wie man die ordentlich häutet und die Krallen abmacht und dann wiederkommen. Na gut, habt ihr irgendwas bewacht? Vielleicht überfallenen Abenteurer oder so? Überfallenen Blauflieder. War da gerade ein Lagerfeuer? Erst Flieder, dann Feuer. Ja. Ein Lagerfeuer mit Goblins, aber der Goblin sieht schwarz aus. Und auch ein wenig kräftiger gebaut als seine blassgrünen Kollegen. Ich denke, da sollten wir erstmal die Finger von lassen. Oh, ein Feldknöterich. Ja, lassen wir erstmal in Ruhe die Goblins. Aber ne, merken wir uns für später. Von Xalas Turm aus bei Lobas Bauernhof gegenüber runter. Mhm. Achso, noch eine Kleinigkeit knabbern vielleicht. Dann nochmal so ein Eintopf. Nom, nom, nom. Gut. Also da oben hatten wir schon gut. Haben wir auch schon hier in den Büschen? Ponk. Ja, also wenn hier was in den Büschen ist, kann man es nicht ordentlich sehen. Oh, ist er vielleicht weg? Ich meine, er hatte gesagt, dass er viel zu tun hat und dass wir für ihn die Nachricht überbringen sollen. Also vielleicht ist er jetzt schon weitergezogen. Dann könnten wir uns die Tour mal genauer angucken. Ne? Also nur, um das später natürlich alles wiederzugeben und so. Das ist klar. Ja, er steht noch da. Gut, dann halt nicht. Hier vielleicht noch ein paar Kräuter. Auch nicht. Wir waren sehr ausgiebig beim Pflücken. Hallo, Gabalon. Oh, mitten auf dem Weg, da waren wir nicht ganz so fleißig. Dunkelpilz, Heilkraut. Sonst nichts. Ja, nee, Knochen und Schädel wollen wir nicht unbedingt mitnehmen. War schon mal eine schöne Abschreckung, ne? Für irgendwelche Bauerntölpel, die sich in Richtung Turm begeben wollen. Wenn sie da ein menschliches Skelett liegen sehen, dann überlegen sie sich vielleicht nochmal. Jetzt ist nur die Frage, ob Xadas da irgendwas mit zu tun hat oder ob das die Goblins waren. Könnte man gerade vorstellen, wenn irgendein Bauer an seinem Turm tritt, dass er dann mal kurz runterblitzdingst und dann ist da halt ein Skelett. Aber da sollten wir nicht länger drüber nachdenken. Hier wäre noch Pilze. Nö. So. Auf jeden Fall. Oh ne, hier waren die Goblin-Burschen, die sind weg. Anderer Gang waren die, wie hat der Bauer sie genannt? Feldschrecken? Feldkrabbler? Zwei von denen. Nee, nicht beide auf einmal. Das hört sich gut an. Ja, und? Uff. Ja, die tun schon doller weh. Da muss
muss erstmal was nachgeworfen werden. Nichts zu plündern. Und auch noch. Oh. Ja. Und auch noch nichts dabei. Das ist keine gute Kombination. Tun nur weh, bringt nichts. Aber sind sie aus dem Weg geräumt? Die haben doch bestimmt irgendwas bewacht. Noch mehr Bauerntölpel. Ja. Gibt ganz schön viele davon hier. Butlerfleisch. Oh ja, da erinnert sich der Namenlose dran. Hm? Spruchrolle ist immer gut. War das gerade ein Feuerball? Oder? Ich glaube, es war sogar ein Feuerball. Nicht nur ein Feuerpfeil. Schön, schön. Also sollte sich wirklich hier in der Gegend ein Ork rumtreiben. Dann könnten wir mit dem Feuerball das doch vielleicht... Nee, das... probieren, wollte ich sagen. Pilze habe ich auch alle eingesammelt. Nö. Ja, dann können wir mal weiter runter. Aber nur für den Fall, dass dann noch mehr von denen sind. Machen wir das mal so. Knüppeln Jant. Und weiter. Das schaut gut aus. Gebüsch. Irgendwas im Gebüsch versteckt. Ja, ich sehe zumindest nichts funkeln. Oh, das geht tief runter. Ja. Vorsichtig. Hier ist was im Gebüsch, so halb. Ein paar Kräuter. Da krabbel ich lieber nicht rein. Weil runterfallen wäre schmerzhaft. Noch mehr davon. Im Baumstamm vielleicht? Nee. Ah, hinter Baumstamm. Tränke, noch ein Feuerball, eine Heilung. Sind ziemlich viele Tote hier. Hat das irgendwas mit dem Fall der Barriere zu tun? Vielleicht hat die ja doch mehr geschadet als gedacht. Nicht, dass jetzt irgendwie eine magische Druckwelle davon ausgegangen ist und deswegen sind hier so viele Tote. Da hat gerade was geknurrt. Also eher so ein schnappendes Geräusch. Ist das ein Wolf? Sollten auf jeden Fall sehr vorsichtig hier durchgehen. Nicht, dass wir hier einmal durchsprinten und plötzlich eine ganze Horde Wölfe hinter uns her haben. Also schön Stück für Stück gucken, ob uns irgendwas anfällt. Wenn ja, schauen, ob das machbar ist und sonst einfach Beine in die Hand. Das ist ein Lagerfeuer. Scheint soweit alles okay zu sein. Lester? Bist du es? Tatsächlich. Mann, bin ich froh, dass du... Wolf! Lester, wie kommst du hierher? Das war eine irre Flucht. Nachdem die Barriere explodierte, bin ich zunächst orientierungslos durch die Gegend gestreift. Noch ein Wolf. Dann habe ich mich tagelang durch die Wälder geschlagen und schließlich dieses Tal hier gefunden. Diego, Milton und Gordon sind noch im Minental. Zumindest denke ich das. Okay, also war der D-Punkt auf dem Zettel definitiv nicht Diego. Auch wenn er sowas nie machen würde, aber... muss ja ein bisschen vorsichtig sein. Was ist passiert? Nachdem der Schläfer besiegt wurde, hat die gesamte Bruderschaft den Verstand verloren. Ohne ihren Meister waren sie alle nur noch leere Hüllen. Und du? Was ist mit dir? Mir ging es genauso. Ich hatte Albträume und sogar Halluzinationen. Aber ich bin geflohen, als ich wieder einen einigermaßen klaren Kopf hatte. Einmal glaubte ich, einen großen schwarzen Schatten zu sehen, der sich auf eine Gruppe Flüchtender stürzte und alles in einer riesigen Feuerwolke verbrannte. In dem Moment dachte ich wirklich, ein Drache wäre gekommen, um mich zu töten. Hast du noch mehr gesehen? Nein. Ich habe die Beine in die Hand genommen und bin gerannt. Ja, okay. Wir haben schon von Drachen gehört, von Xardas. Aber so nett
und gerne wir auch Lester haben. Er hat doch recht viel Sumpfkraut konsumiert. Ja, lassen wir es dabei stehen. Wie lange versteckst du dich schon hier im Tal? So genau weiß ich das nicht. Aber ich schätze mal eine Woche vielleicht. Aber da ist noch eine Sache. Als ich hier abends ankam, habe ich mich oben auf dem Berg umgesehen. Da standen nur ein paar Bäume. Und als ich am nächsten Tag gucke, steht auf einmal dieser Turm da. Ich schwöre dir, der war vorher noch nicht da. Ja. Seitdem habe ich das Tal nicht mehr verlassen. Du meinst Xardas Turm? Ich wusste ja, dass er mächtig ist, aber dass er sogar einen Turm erschaffen kann. Xardas, der Dämonenbeschwörer? Er lebt in diesem Turm? Ich weiß nicht, ob mich das beruhigt. Keine Sorge. Er war es, der mich aus dem Schläfertempel befreit hat. Er ist auf unserer Seite. Ja, ich kann mir das bildlich vorstellen. Lester hier unten hat sich gerade ein Kaninchen erlegt. Schön am Smoken. Puff, puff, puff. Und dann fällt ihm zum ersten Mal ein Turm oben auf, der schon die ganze Zeit war, aber nur durch die Blätter irgendwie verdeckt. Und dann plötzlich macht er ganz dicke Augen und reimt sich eine Geschichte zusammen. Also, aber sei es drum. Ja, Xardas ist mächtig, aber den ganzen Turm beschwören. Du musst Xardas von dem Schatten berichten. Es könnte wichtig sein. Der wird sich freuen. Du glaubst, es war keine Einbildung? Du meinst, da war wirklich ein... Drache, ja. Du steckst doch schon wieder mittendrin. Hab ich recht? Mittendrin würde ich nicht sagen. Noch nicht. Na schön, wenn es so wichtig ist, dann werde ich ihn aufsuchen. Aber nicht jetzt. Für den Augenblick werde ich mich ausruhen. Ich bin noch immer erschöpft von der Flucht aus der Strafkolonie. Ich denke, du hast noch viel vor. Wir sehen uns dann später bei Xardas. Können wir noch kurz zu Ende sprechen? Ich bin auf dem Weg nach Korinnes. Was weißt du über die Stadt? Korinnes? Nun, es ist eine Hafenstadt, nichts Besonderes. Warum fragst du? Ich muss zu den Paladinen, die sich in der Stadt befinden sollen. So, tatsächlich. Du kommst doch noch nicht mal in die Stadt hinein, geschweige denn zu den Paladinen. Er hatte recht, ja. Hast du einen Vorschlag, wie ich in die Stadt komme? Allerdings. Ich habe vor einiger Zeit für einen alten Alchemisten namens Constantino gearbeitet. Er ist sehr einflussreich in der Stadt und hat die Torwachen angewiesen, jeden zu ihm zu lassen, der ihm seltene Kräuter verkaufen kann. Im Grunde ist es ganz einfach. Du sammelst ein großes Büschel Pflanzen, die hier überall wachsen, und gibst vor, für Constantino zu arbeiten. Dann werden sie dich passieren lassen. Sammel aber nicht alles durcheinander. Die Stadtwachen sind ein bisschen dämlich und haben keine Ahnung von Alchemie. Das Büschel muss schon für sie nach etwas aussehen, wenn du damit durchkommen willst. Ich denke, 10 Exemplare ein und derselben Pflanzenart sollten reichen. Danke für den Tipp. Das klingt echt sehr gut. Außerdem sammeln wir eh alles, was wir finden können. Was weißt du über die Gegend? Wenn du den Weg weiter runter gehst, kommst du zu einem Bauernhof. Ein kurzes Stück dahinter fängt auch schon die Stadt an. Sei aber vorsichtig, hier treiben sich nicht nur Wölfe und Ratten rum, sondern auch Goblins und Banditen. Was weißt du über die Gegend? Wenn du den Weg weiter... Ja. Also Goblins und Banditen gehen ja sogar noch. Also die Banditen mit Cavalons Hilfe, das stimmt. Alleine wären sie wohl recht stark gewesen. Aber Goblins schaffen wir ja auch. Zumindest wenn es keine großen Gruppen sind und keine schwarzen. Ratten hat er noch gesagt. Da haben wir nur eine gerade gesehen, die von einem Wolf gejagt wurde. Apropos Wolf, hier waren jetzt 2 Wölfe an uns vorbeigetigert. Vor allem ist er. An uns vorbeigetigert. Die sollten wir vielleicht. Da hinten ist einer. Nochmal hier umhauen. Nicht, dass die Lester noch sein Kaninchen klauen. Hey, du. Ja, komm her. Bist alleine, oder? Bist ein bisschen... Mist, jetzt sehe ich nichts. Zäher als die anderen. Und ist da was Totes oder ist das ein Stein? Warte. Fleisch kommt mit. Ja, hier ist ein toter junger Wolf. Oh, da ist Lester?
Beschwerk. Okay. Können wir vielleicht unser... Wir haben keine Pfanne. Ich würde sagen, können wir vielleicht unser Fleisch braten, aber einfach so auf den Stockspieß und rüberhalten ist wohl keine gute Idee, weil dann brennt der Stock. Also eine Pfanne müsste schon her. Oder wir können ja mal fragen, ob wir auf dem Hof den Herd benutzen dürfen. So, hier war doch noch ein zweiter Wolf. Da sind Blutfliegen. Knabbert das da erstmal. So. Also da sind noch Blutfliegen, mit denen können wir uns anlegen. Ich würde aber eigentlich ganz gerne die tote Ratte finden und den dazugehörigen Wolf. Die Ratte wegen dem Fleisch und den Wolf einfach, um die Bedrohung hier zu wegzubekommen und ebenfalls Fleisch auszukriegen. Oh, da knurrt was. Da. Ihm. Hat. Ah, er hatte wahrscheinlich irgendwo tot unter einem Baum liegen, wo wir sie nicht sehen. Aber ich denke, das können wir verkraften. Ne? Eine Rattenleiche. Ja. Da bist ein ganz normaler junger Wolf, ne? Nicht, dass hier gleich irgendwo ein Wag oder dergleichen dazwischen ist. Das würde gleich ein wenig anders aussehen. Sauer. Oh, ich sehe da auch ein paar Kräuter. 10 Exemplare einer Art, meinte Lester. Das sollten wir doch jetzt schon hinbekommen. Ja, ganz viele Heilpflanzen und Heilkräuter. Die Pilze sind alle weggemüffelt. Blauflieder hätten wir auch nur 7. Aber die Heilkräuter passen dann. Machen wir ein schönes Büschel draus. Oder das? Da oben irgendwo. Hier durch die Blätter durchzukraxeln ist keine so gute Idee. Dann bekommen wir nicht mit, wenn irgendwelche Viecher da lauern. Lieber von hier Richtung Blut fliegen. Ja, Schnippel in die Hand. Nur können wir auch zu Lester zurücklaufen, ha? Der sollte ja noch einigermaßen fit sein im Gegensatz zu uns. Und? Wolf. Wolf? Wolf. Ah, noch ein dritter. Okay. vor zurück. So. Das sollte jetzt aber an Wölfen gewesen sein, ha? Nur noch die Fliegen da hinten.